So, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal zusammen mit dem Dennis. Hello! Wie vor Ewigkeiten mal bei DayZ und mit anderen Spielen wird es endlich mal wieder Zeit, dass wir zusammen Spiele aufnehmen. So ist es. Und wir zocken zusammen Space Engineers. Ja, ein Spiel, was so vom Grundprinzip ja irgendwie so ein bisschen an Minecraft erinnert. Also, wenn man das mal auf die Strukturen und ich sag mal Mechanics reduziert. Die Grundfunktionen sind auf jeden Optisch Fall. sieht das natürlich um einiges besser aus. Aber ganz ehrlich, es Ja. kann nur besser aussehen als Minecraft. Ja, natürlich. Also, wenn man das auf High Quality spielt, dann ist das schon wirklich episch, wie das aussieht. Ich setze mal kurz einen Respawn hier. Also ich spawne hier mal in einer Welt und ich bin in irgendeinem temporären Schiff. Es wird entfernt, nachdem Spieler das Spiel verlässt oder so. Okay, das heißt, warte, wo kann ich meine Sicht umstellen? Auf X, ne? V. Erfahren. X machst du deinen Jetpack aus. Okay, das Also heißt, ich bloß nicht habe. X drücken, wenn du im Welt. Also du kannst es schon im Weltall, ist nicht so schlimm, aber Okay. sparst du sogar noch Energie. Ich bin mitten im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo in meinem Raumschiff. Wo bist du? In einem Raumschiff. Du musst Richtung. Ja, warte mal. Wo sehe ich denn, in welche Richtung ich fliegen Ja, muss? flieg am besten in Richtung meines Namens. Kannst du den vielleicht sehen? Weil ich habe Spielernamen eigentlich eingestellt. Ich versuche dich auch schon mal am Horizont zu Ah, erblicken. da sehe ich ein rotes Raumschiff. Ja, da musst du hin. Okay, du hast eine neue Welt gestartet jetzt, ne? Genau, die neue Welt heißt abgestürztes Raumschiff, glaube ich. Okay. Ja, Philipp, dann komm mal her. Ich habe gerade unser fettes Raumschiff gegen den Meteoriten gesammelt. Oh nein, was machst du denn für Sachen? Ich bin auf dem Weg. Also ihr seht, das Raumschiff besteht aus Klötzen. Ich kann mal ranzoomen. Ich sitze da an dem Pult und bediene das Raumschiff und man kann sich seine eigenen Raumschiffe zusammenstellen, so wie man gerade Bock drauf hat. Und diese dann halt auch steuern und navigieren. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt voll gegen dich krachen werde, deswegen bremse ich jetzt schon mal ab. Sehe dich immer noch nicht. Ich bin Ach, da. über dir. So. Also im Weltraum über dir zu sagen, hört sich auch Ja, totaler wollte ich Schrott. gerade sagen, das ist etwas schwierig. Also irgendwie komme ich nicht. Wieso Was fliege ich denn? von dir weg? Wo bist du denn? Ich fliege irgendwie von dir weg. Ja, ich sehe Oder dich leider immer noch nicht, das ist das Problem. wieso bewege ich mich nicht mehr? Drück mal Y. Ne, meine Triebwerke sind an. Ich sehe auch, dass sie einen Schub liefern, aber irgendwie fliege ich nicht. Ich beschleunige nicht. Das ist in der Tat äußerst seltsam. Dann drück mal K. Du fliegst immer weiter von mir weg. K, Kontrollfeld. Und dann. Flugsitz, Gyrokopter, Smallthruster, die sind alle an, also es ist alles in Ordnung, nur kann ich nicht beschleunigen irgendwie. Ah, jetzt. Oder? Geht's? Nee, irgendwie bewege ich mich nicht von der Stelle. Gar nicht. Ja, das ist äußerst seltsam. Ja, bis gerade eben bin ich noch geflogen, aber. Das heißt, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du gerade irgendeinen Fehler machst. Ah, jetzt bin ich auf einmal voll nah bei dir dran. Ich würde gerne eine Medi-Station bauen, aber ich weiß nicht, ob hier nicht schon eine drin ist. Warte mal erstmal. Wieso zieht dein Raumschiff jetzt an mir vorbei? Was ist das für ein Schwachsinn? Hä? Wieso fliegt er schneller als ich? Bewegt sich ein Raumschiff gerade? Also fliegst du durch die Gegend? Nein. Irgendwie Du ja kommst aber schon. näher. Mining Carriage steht hier. Siehst du mich näher In kommen? 9000 Metern. Ja, ich sehe das an der Entfernung. Also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Aber ich sehe deinen Namen auch nicht. Wo siehst du denn meinen Namen? Ich sehe nur Mining Carriage. Du müsstest jetzt eigentlich irgendein Raumschiff da sehen. Ein rotes, ne? In so einem Ja. Asteroiden drin.
Ja. Ich bin genau da drüber. Ich stürze gerade auf Ja, in ich das. sehe, hör auf, hör auf, hör auf. Ich Nicht da drüber. kann nicht lenken. Dann steig aus, drück Wie? T. T, okay. Jetzt bist du da irgendwo in dem Raumschiff drin. Aber das Gute ist, was mir gerade einfällt, Ich bin voll gegen Asteroiden ja, gestürzt. ich hab's genau gesehen. Schade, dass ich nicht aufgenommen habe. Das sah echt cool aus. Das Problem ist, ich kann das Ding einfach überhaupt nicht lenken, also es hat überhaupt nichts gebracht. Ich hätte vielleicht vor Y drücken sollen. Ach, scheiß drauf. Ich fliege jetzt mal zu dir. Wo bist denn du? Ach, da oben fliegst du. Krass. Okay. Ach krass, ja, das ist echt komplett gefickt, ne? Ja. Ich bin voll dagegen dran. Vollspeed. Das Ding ist, das siehst du nachher in der Aufnahme. Zuerst entfernt sich der Meteorit mit dem Raumschiff von mir und dann kommt er auf einmal plötzlich zu mir hin und ich kann mich nicht bewegen. Also das irgendwie ist es voll seltsam, lieben mich, Alex hier. Drück erstmal als erstes musst du übrigens G drücken. Ja. Und dann siehst du oben die Werkzeuge und Waffen. Und die Ja, ziehst du genau. auf deine ersten drei Slots unten. Das kann ich schon, genau. Gut. Ah, ist das jetzt Creative? Ne, ist Ja, nicht Creative. genau, doch, das ist Creative. Nee, das ist nicht Creative, sorry. Ich baue jetzt hier mal die Medi-Station ab. Wo bist denn du? An meinem Raumschiff oder was? Oder wo bist du? Ja, in deinem Raumschiff, ja, weil ich will die Medi-Station abbauen, damit ich. Wie kann man sich nochmal dieses Hub anzeigen lassen? Dass man. Ach so, einfach nur Tab drücken. Ah, jetzt sehe ich auch deinen Namen. Oh, okay. Wie baut man Sachen ab? Einfach nur auf die da dran gehen und die linke Maustaste klicken. Mit welchem Werkzeug? Ach so, mit der Kreissäge. Okay, Mit das dem heißt, die Sachen kann man in meinem. Schweißer baust du Sachen, weil du baust ja erst das Gerüst, ne? Ja. So, ich baue jetzt mal in das rote Raumschiff mal eben die Medi-Station hin. Den Gravitationsfeldgenerator, den kann ich jetzt abbauen mit linker Ja, bau den Maustaste. auch ab, genau. Wir benutzen jetzt dieses abgestürzte Schiff so ein bisschen als unsere Basis. Okay. Erstmal. Ah, krass, ich verstehe. Das ergibt irgendwie Sinn. Ja. Kann ich jetzt alles Mögliche abbauen? Boah, das fliegt voll weit weg, das kleine Gelbe. Das Cockpit kann ich auch ausbauen. Was fliegt denn da hinten rum? Irgendwas Rotes. Was ist das? Mining Carrier, den kann man. Was ist das? Ein Koffer? Wie kann man noch mal drehen? Wie ging das noch mal? Was machen? Was ist so ein roter Koffer? Wofür ist der? Wie ein roter Kopf. Ich bin gerade die Medi-Station am bauen, deshalb kann ich das gerade nicht Schön gut, sagen. ich hab's aufgesammelt mit T. Die Triebwerke kann ich auch abbauen. Ja, Bau von dem gelben Schiff kannst du alles eigentlich abbauen. Und ich kann auch so viel tragen, wie ich will. Ja. Okay, das ist geil. Also wie gesagt, ich habe das bis jetzt nur im Creative gespielt, deswegen. Warum fliegen jetzt so viele Einzelteile davon rum? Inventory full. Ach so, deswegen. Scheiße, ja gut, das heißt, also man kann doch nicht so viel nehmen, wie man will, oder wie? Nee, unendlich viel nicht, nee. Und mein Inventar ist jetzt voll. Deswegen fliegen jetzt nur Einzelteile von dem Triebwerk durch die Gegend. Naja, egal. So, was muss ich machen? Die Kreissäge nehmen, etwas anvisieren. Meistens erscheint dann so ein Balken. Achso, ich bin schon voll, ich kann nichts mehr mitnehmen. Ach krass, ach scheiße, ja, wir haben. Scheiße, die Sachen, die fliegen anscheinend da rum jetzt. Wo ist denn Ja, das eben. Raumschiff hin? Das ist schon voll weit weg. Da hinten ist es. Rechts von unserem roten. Ah, da. Hinter unserem roten. Wir müssen die Ressourcen da drin aufsammeln. Ja, ich bin halt voll, ich kann nichts mehr nehmen. Wir fliegen halt auch noch so Kleinigkeiten jetzt durch die Gegend, ne, weil ich die nicht mehr aufsammeln konnte. Was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen im Inventar? Wie werde ich die wieder los?
Oder beziehungsweise wo sehe ich, was ich alles im Inventar habe? Du drückst I. Ah, klingt logisch. Ja, es ist Okay. halt schon ein bisschen auch intuitiv, das Spiel, ne? Also Und wo packe ich den ganzen Scheiß jetzt hin, den ich im Inventar habe? Können wir uns eine Tru Also es gibt ja. ja, du musst halt was bauen damit, weißt du? Also, es ist halt so, komm mal in das rote Schiff. Bin ich auf dem Weg, ja. Also, ich habe ja jetzt in dem gelben Raumschiff die Medi-Station abgebaut. Wir müssen uns eigentlich auch ein bisschen beeilen. Hast du Sachen aus die kleinen Teile eingepackt? Ja, passt nicht rein. Ich Ja, sag aber immer. ein paar Sachen, Ja, klar. die da rumgeflogen sind. Ja. Gut, also, du siehst ja hier, ich habe jetzt die Medi-Station gebaut. Du drückst G, ne? Ja. Das sind quasi alles Blaupausen, die du da siehst. Ja, okay. Ne? Dann gehst du auf die Medi-Station, ziehst die in dein Dings und dann kannst du dieses Gerüst setzen. So, also das musst du jetzt nicht machen, weil ich habe es ja schon gemacht, ne? Ja. Dann nimmst du den Schweißkopf. Gehst da dran und dann schweißt du mit linker Maustaste. Ich mache jetzt gerade die Herstellungskomponenten und es fehlt noch das Metallgerüst. Das Das habe liegt ich, noch, glaube ich, oder? ja? Ich habe, glaube ich, eins, warte. Ja, 20 Stück brauchen wir. Ich habe Nee. 70. Ja, stimmt, wir brauchen aber 80. Das heißt, 10 Stück liegen da noch rum. So. Ja, ich gehe die mal gerade holen. Ja. Ah, jetzt verstehe ich auch langsam. Warum leckt das denn gerade so hart bei mir? Bei Okay, mir alles auch. gut. Jetzt nicht mehr. Steam-Probleme. Ich hoffe, das Metallgerüst ist noch da. Auch mal dahin und gucken, ob da noch was Ja, rumliegt. hier ist es. Hier müssen noch irgendwo noch ganz viele Kleinteile rumfliegen. Also ich habe die 10 Metallgerüst. Das heißt, wir haben jetzt die Medi-Station, weil das ist wichtig. Du siehst ja rechts, links meine ich, siehst du doch, Gesundheit, ja, genau. die Energie ist das Wichtige. Weil damit betreibst du deinen Ach, das Anzug. Jetpack, ja, genau, okay. Und wenn da natürlich die Energie jock ist oder weg ist, dann Und die Medi-Session füllt das wieder auf, oder was? genau, da lädst du das wieder auf. Und die Gesundheit lädst du da auch auf. Okay. Du kannst aber deine Energie auch aufladen, indem du dich in ein Cockpit setzt. Okay. Dann ziehst du quasi die Energie aus dem Raumschiff raus. Ja, Okay, so cool. ungefähr. Aber ja, es ist jetzt sehr weit gefasst, glaube ich. Okay. So, und jetzt gehst du an die, wenn du fertig bist, kannst du an die, Mit T, ne? mit T drehst du gedrückt und dann lädt er deine Wii-Zugriff verweigert. Hä? Kannst du darauf zugreifen? Moment. Meteoritenschauer trifft ein. Halte T, um dich einzuladen. Hä? Wie funktioniert denn das? Einfach drauf gucken und dann T drücken? Ja. Ja, wenn das gelbe Fenster da drum erscheint, ne? Ja, genau. Halte T, um dich aufzuladen. Ja, machst du das? Ja, ich halte gerade 3, 36, 36,1, 36, 35. Ja, Nee, warum geht das bei es mir passiert nicht? nichts. Bei mir passiert nichts. Drücke K, um das Terminal zu öffnen. Nicht K, du musst T drücken. T gedrückt halten, dann lädt er eigentlich deine Energie auf, aber lass mal gerade ins Cockpit gehen, ich brauche nämlich Energie. Muss man dafür nicht erstmal Strom haben irgendwie? Nö, du kommst reich, wenn du dich drauf setzt, da reinsetzt. Obwohl, nee, auch nicht. Ah, nee, Ich doch, glaube, der du brauchst. Strom Ja, muss an sein. deswegen funktioniert wahrscheinlich das Ding hier auch nicht. Wo ist denn hier? Habe ich nicht ein Ding sind aufgesammelt? Wie heißt es? Ein Reaktor? Nein, das Raumschiff funktioniert auch. Du siehst auch jetzt das Licht da. Wieso kann ich mich denn nicht aufladen? Drück, halt jetzt mal T gedrückt. Mach ich, passiert. Ah doch, 66, 75. Ah, jetzt okay. Ich glaube, ich 100%. verstehe aber nicht, warum ich es nicht machen kann.
Bei mir steht die ganze Zeit Zugriff verweigert.